unendlich viel EP boosten, alles praktisch umsonst kaufen und eine fette Gratiskarre. Das habe ich heute für euch auf Lager, also legen wir mal los. Wenn ihr euch zu diesem Spot auf der Karte begebt, werdet ihr zwei Gestalten finden, die gelb markiert sind, Gegner einfach. Die könnt ihr scannen, die werden vom NCPD gesucht. Die könnt ihr einfach wie hier im Video abknallen. Dafür bekommt ihr um die 440 EP. Und wenn ihr dann zurücklauft, so wie ich hier, bis zu der Laterne, also ihr müsst schon ein Stückchen weiter als zur Laterne und dann wieder zurückgeht, sind die auch schon wieder respawned. Ihr stellt euch dann einfach wieder an die Laterne, weil ein bisschen Nähe braucht ihr, damit die One-Shot sind, wenn ihr gut zielt. Und ihr kriegt wieder EP. Und das könnt ihr einfach die ganze Zeit machen. Das ist schon der ganze Trick. Ja, einfach hin und her laufen, immer wieder die beiden wegballern da und irgendwann müsst ihr mal Munition nachkaufen. Ich empfehle euch halt dafür das Scharfschützengewehr hier. Ihr könnt aber natürlich jede Waffe nehmen, die ihr wollt und die damit leveln. Aber mit dem Scharfschützengewehr geht es eigentlich am schnellsten, wenn ihr einfach nur auf IP aussieht für euer Street Creed. Und das war es auch schon an der Stelle. Mehr gibt es da gar nicht zu sagen. Wenn ihr die Munition nachladen müsst, gibt es in der Nähe einen Waffenladen. Und ihr könnt natürlich auch die ganzen Items, die droppen, die bleiben nämlich da. Die spawnen nicht. Die könnt ihr einsammeln und dann auch gleichzeitig verkaufen. Macht dann noch ein bisschen Geld daneben nebenbei. Aber Geld ist an sich ja nicht das Problem. Und ja, kommen wir zum Thema Geld jetzt. Wie könnt ihr denn Sachen kaufen, ohne was zu bezahlen? Ja, im Grunde ist es ganz einfach. Wenn ihr mein letztes Video gesehen habt, braucht ihr eigentlich gar nicht mehr viel zu wissen. Vielleicht seid ihr schon selbst drauf gekommen. Ja, ihr geht jetzt zum Beispiel in einen Waffenladen. Da haben sie ja alle möglichen Materialien, Waffen, Munition, dies, das und jenes. Das kauft ihr euch einfach alles. Ihr braucht natürlich ein bisschen Geld. Wenn ihr kein Geld habt, dann schaut euch mein letztes Video an. Da könnt ihr euch unendlich viel Geld besorgen. Und ja, wenn ihr alles gekauft habt, müsst ihr im Grunde nur denselben Trick wie im letzten Video machen und dieses Porträt da verkaufen, rausgehen, das dann für 5 Dollar zurückkaufen und dann wieder für 4.000 verkaufen und so holt ihr euch sozusagen euer Geld zurück. Ist natürlich ein bisschen mit Arbeit verbunden, ist jetzt kein Trick, wo ihr wirklich einfach alles aus dem Laden holt, ohne zu bezahlen. Ihr müsst schon bezahlen, aber ihr könnt euch das Geld wiederholen und das ist praktisch umsonst dann. Und das ist auch schon der ganze Trick dabei, ist eigentlich nur so ein eine logische Erkenntnis, die mir da gekommen ist, so, ey, yo, ich war da so Munition ankaufen, so, ey, ich kann mir die Kohle doch eigentlich zurückholen, warum soll ich was ausgeben? Ich meine, ich habe zwar genug, aber, ja, in Night City gönnt man nicht, ne? Das G steht dafür was anderes. Und ja, das ist schon der ganze Trick bei der Sache, könnt ihr gerne so machen. Wie gesagt, im letzten Video seht ihr, wo ihr dieses Porträt, das ihr verkaufen müsst, oder womit ihr diesen Trick hier macht, wo ihr das herbekommt. Und dann fehlt eigentlich nur noch das fette Gratisauto und das zeige ich euch jetzt. Ja, fahrt einfach zu der markierten Stelle hier auf der Karte. Der eine oder andere kennt es vielleicht, wenn er, je nachdem wie weit er in der Story ist. Dort findet ihr eine Höhle und ja, in die fahrt ihr einfach rein. Und mit der Zeit kommt ihr an einem Container vorbei und da seht ihr eigentlich auch schon das Auto. Ja, dieser Wagen ist kostenlos. Ihr müsst nur einsteigen und könnt damit abhauen. Und das war's. Das Ding ist jetzt natürlich, ich weiß nicht, ob der am Anfang schon verfügbar ist. Kann auch sein, dass der erst nach einer bestimmten Mission fertig ist. Beziehungsweise, was heißt fertig? Wenn eine bestimmte Mission fertig ist, kann es sein, dass der Wagen dann erst da abzuholen ist. Ich weiß es nicht genau. Vielleicht geht das auch vorher. Man ist in dieser Höhle, Achtung Spoiler, die nächsten 10 Sekunden, wenn man die Panam-Storyline macht. Ja, wenn man die abgeschlossen hat, kann sein, dass er dann erst da ist, aber ihr könnt ja mal nachschauen. Wenn nicht, macht ihr diese Story halt einfach. Und das war's auch schon, dann habt ihr noch den Gratiswagen und dann seid ihr eigentlich gut versorgt wieder. Ihr wisst ja jetzt, wie ihr tonnenweise Geld macht, ja, im letzten Video. Ihr wisst jetzt, wie ihr alles umsonst kaufen könnt, wie ihr EP boosten könnt, wie ihr eure Waffen boosten könnt, wie ihr, ja, ein geiles Auto bekommt. Und mehr gibt es gar nicht zu sagen. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Ja, Support ist kein Mord. Und ja, schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr so von dem Spiel haltet. Ich habe da theoretisch auch eine Menge zu sagen, aber das machen wir jetzt nicht in dem Video. Machen wir ein andermal. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen. Hey,